Talk. Präsentiert von Big Webber und Snooki. Und damit einen wunderschönen guten Tag, ihr geilen Menschen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem heißgeliebten Podcast. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt ihn schon gehört, Webber ist am Start, ich bin am Start, ihr seid am Start, Katze liegt da hinten, alle sind am Start. Und heute eigentlich kann man ja fast schon sagen, ne, das Ende einer kleinen Ära, denn der Rentner-Talk wird heute einmalig zum Info-Talk. Ja so kann man das ja mal so ein bisschen anpreisen ne? ja, also, nach, ja, nach äh, 35 Folgen kann man auch mal Infofolge machen eine Infofolge genau so der Infotalk ist auch finde ich ein ganz 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 guter Titel für die aktuelle Ausgabe dann ähm, ja Leute wie wir bereits in der letzten Folge übrigens noch mal vielen lieben Dank an Tobi für lange äh, ja. Zeit haben und ähm, ne war aber eine schöne Folge, muss ich sagen. Hat mir richtig. Schöne Spaß Folge. Ja, genau. War mal interessant, ähm, einen Gast dabei zu haben. Zwinker, Zwinker. Da kommt nämlich was. Ja, und Zwinker, Zwinker. Zwinkel, Ja, und heute wollten wir halt einfach euch mal, eben wie der Weber schon gesagt hat, nach 35 Folgen, sind es denn jetzt eigentlich. Reguläre 35 Folgen, Herr Weber, oder sind da die Special-Folgen, wo wir noch im, wo ich im Urlaub war, wo du live warst, die mitgezählt? Sind reguläre 35 Folgen plus die Specials. Also haben wir 35 verschiedene Themen bearbeitet, im Endeffekt. Mm, plus nicht ganz, zwei's. weil wir hatten ja mal Teil 1, Teil 2. Stimmt. Ja, gut, aber das gehört aber ja doch. Ja. Ja, ne? aber ja, okay. Gut. Und ähm, ja, also nach 35 in Anführungszeichen 35 Themen. Ähm, wird es auch mal Zeit, einen kleinen Umschwung zu machen? Der Umschwung kommt aber allerdings auch nicht von ungefähr, denn es wird sich in der nächsten Zeit bei dem einen oder anderen von uns tatsächlich etwas ändern. Privat, geschäftlich, etc. Und da haben wir gesagt: Gut, wir möchten natürlich. Ähm, so transparent wie möglich euch das alles mitteilen. Ne? Ihr kennt uns, wir, wir haben keine Scheu, irgendwas zu erzählen oder sonst irgendwas. Deswegen habe ich einfach auch gedacht, komm, das ist, glaube ich, ganz gut. Da ja, demnächst was passieren wird. Und ähm, es hat halt einfach auch Auswirkungen auf unser Leben, auf den Podcast, auf das Internetauftreten, eigentlich so gut wie auf alles, was wir jetzt zum Beispiel zusammen machen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir kategorisieren das Ganze auch ein bisschen. Ähm, mit was würdest du denn am liebsten anfangen, Werberchen? Ja, ich, ich würde sagen, wir machen, ähm, damals jetzt sowieso schon angeschnitten haben, das Thema Podcast zuerst. Ja, das ist eins der Hauptthemen. Ähm, du hast es gesagt: 35 verschiedene Themen, 35 Mal. Viele private Sachen, die wir auch preisgegeben haben, tatsächlich mal mehr, mal weniger. Ja. Und ich denke, unsere treuen Hörer kennen uns jetzt mittlerweile. Also würde ich jetzt mal behaupten, zumindest, wie man jemanden halt übers Internet kennen kann. Ja. Und ich denke, wir haben jetzt eine Kennenlernphase hinter uns. Ich, ich würde das Ganze so als Kennenlernphase bezeichnen. Und jetzt gehen wir in die nächste Stufe der Evolution. <laughs> das hört sich, okay. sich finde ich, ja. irgendwie. Ich habe mir das ja. so zurechtgelegt, diesen Satz, und den wollte ich unbedingt loswerden. <laughs> okay, okay. Wir evolutionieren uns. Richtig, also. wir, oder digitieren von mir aus. Na, Für gut. die Anime-Fans. <laughs> ja, okay, Aber alles klar. Wir digitieren in ein nächstes Level. Alles klar, okay. Ja, gut. Ähm, da möchtest du vielleicht dann einfach, wenn du eh schon am Digitieren bist, vielleicht auch so das eine oder andere schon preisgeben? Beziehungsweise, ja, also was, was wird sich denn ändern bei uns? Thema, zum Thema Podcast ist halt die Sache: Wir hatten am Anfang eigentlich immer dienstags hochgeladen, haben dann irgendwann aufgrund der Arbeitszeiten und Arbeitsumstände entschieden, das Ganze auf den Samstag zu verlegen, weil es einfach zeitlich nicht anders ging. Genau, der Sendeplatz hat sich geändert. Richtig. Ähm, und jetzt zwingen uns wieder arbeitstechnische Umstände, kann man so sagen, eigentlich, ja. Ja. Dazu, uns wieder neu aufzustellen. Ja. Wir sind, wir Ist, sind äh, ja, so kann man doch, so passt es eigentlich. Ja, kann man, kann man, kann man, kann man schon sagen. Ist aber noch ein bisschen schwierig, so ein bisschen jetzt richtig. schon äh, da. Ja, wir genau, müssen, einen, wir müssen, also. Lass mal die Katze aus dem Sack. Die, wo es noch nicht mitgekriegt haben, das Snooky und ich, wir arbeiten ja zusammen aktuell und Snooky hat gekündigt ja. und verlässt die Firma im Endeffekt. Richtig. So, das heißt für uns, ähm, wir sehen uns nicht mehr jeden Tag. Schon mal eine Änderung, wo man auch im Podcast merken wird, aber da kommen wir ja. dann noch dazu. Ja. Ähm, wir werden unter Umständen gegensätzliche Schichten haben. Das heißt, es wird schwierig für uns aufzunehmen. Weil, ja. wenn ich Frühschicht habe und er Spätschicht, ist nicht viel Zeit dazwischen, um aufnehmen zu können. Ja. Deshalb müssen wir ähm, dann selber auch erstmal gucken, wie wir das Ganze organisiert kriegen. Ja. Wann wir aufnehmen, welche Uhrzeit, welcher Tag, ob das dann variiert oder ob wir, also der, der ähm, Veröffentlichungstag soll schon immer der gleiche sein. So ja. Würde ich sagen. Ja. Nur unser Aufnahmetag wird halt wahrscheinlich bisschen noch mehr variabel werden, als er jetzt schon ist. Richtig. Müssen wir, weil sonst geht ja noch nicht anders. Genau. Im schlimmsten Fall heißt es halt, wir nehmen wieder am Wochenende auf, so wie wir es am Anfang gemacht haben, aber dann ist es halt schwierig, samstags eine Folge zu bringen, die zeitnah ist. Weil wir können natürlich eine Woche vorher für die nächste Woche aufnehmen, theoretisch. Also sagen, ja. wir nehmen am Samstag auf, Beispiel, der kommt dann aber erst nächsten Samstag. Ja. Finde ich aber, da wir eigentlich immer, ähm, sei es durch Gaming News, da kommen dann auch Änderungen, aber das ne, machen wir noch, ähm, wollen wir eigentlich immer relativ ähm, an der Zeit sein. Und wenn ich jetzt mal als Beispiel, wenn wir jetzt Gamescom haben, war ja erst und ja. wir reden… Über die Gamescom und das Ganze kommt dann nochmal eine Woche später erst, dann ist die Gamescom schon wieder eine Woche vorbei. Das finde ich richtig schwierig manchmal dann, ähm, gerade bei solchen Themen. Genau. Und, und ich sage mal so, wenn wir über unsere Woche reden, also na, wenn man so ein bisschen ins Detail geht, wie wir uns das vorstellen, ähm, wir wollen ja dann über die vergangene Woche reden. Was gibt es Neues? Was, was haben wir Neues gesehen, gehört, erlebt, was auch immer. Also es wird dann ähm, nicht so sein wie jetzt, dass wir wöchentlich sagen, nächste Woche reden wir über Marvel, sondern das wird einfach Die ein, 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 eine nette Plauderei unter Freunden sein. Kann man so sagen. Genau, genau. Ist, ist richtig, weil gerade dadurch, dass wir uns ja dann ähm, ab November im Prinzip nicht mehr täglich sehen, gibt es dann wahrscheinlich auch das eine oder andere zu erzählen. Gerade am Anfang, neue Arbeit, etc. Pipapo, wie ist es gelaufen? Was ist unter der Woche passiert und so weiter? Ja, genau. ähm, einfach, wie er sagt, so eine nette Plauderei, muss jetzt nicht mal spezifisch ein Thema haben. Na, natürlich versuchen wir uns so ein bisschen, wenn irgendwelche Events anstehen, dann da Bezug zu nehmen. Ja. Keine Frage, aber äh, im Endeffekt, na, so die typische Frage: Wie war denn deine Woche? Die wird wahrscheinlich sehr Richtig. häufig kommen. <lacht> <lacht> und wir werden mit Sicherheit trotzdem, ähm, wie wir jetzt zum Beispiel, wir haben ja in der letzten Folge den Tobi da gehabt, ähm, das war mega geil. Und wir haben ja schon gesagt, zu den Playoffs wollen wir uns dann wieder treffen für eine NFL-Folge. Das machen wir dann trotzdem. Das ist dann ein spezifisches ja. Thema, das ist dann aber, geht dann schon in Richtung Special, würde ich jetzt ja. sagen. In dem ja. Fall. In dem Fall, wahrscheinlich, ja. Aber ich sage so, es so, es gibt immer was zu plaudern. Vielleicht gibt es eine neue Serie, die einer von uns angeguckt hat und sagt, ey, hau ich zu, das und das habe ich gesehen. Oder ist es ist irgendein neuer Track erschienen, so wie jetzt Linkin Park aktuell. Das ist für mich ein Thema, wo man durchaus drüber reden kann, weil das ist. Spaltet die Gesellschaft auch ein bisschen im Moment. So ein bisschen, ja. <laughs> also nicht Zum nur ein Beispiel. bisschen, aber ja. Aber solche Sachen und, und natürlich. Wir haben auch weiterhin solche Themen wie Religion, Politik werden wir draußen halten. Weitestgehend. Weitestgehend, ähm, ja. Wenn es natürlich jetzt äh, nächstes Jahr zur Bundestagswahl kommt, kann ich mir vorstellen, dass wir da kurz drüber reden werden, weil es einfach ein, ein, ein Thema ist, das uns alle angeht. Das können wir nicht einfach wegschieben und sagen, ja, interessiert mich nicht. Ist einfach so. Ja. Aber es äh, soll nicht die Regel sein, dass wir hier sitzen und ich erzähle euch, wie toll die evangelische Kirche ist geht da alle hin wow <laughs> also ja genau Menschen. das ja genau deswegen bin ich aus der Kirche ausgetreten richtig warum nee, so. nur hm. Hm, keine Ahnung ah. ja aber aber also ich hoffe ihr versteht worauf ich hinaus will Es wird wird mit Sicherheit geil bin ich davon überzeugt trotzdem ähm, genauso wie es auch immer so geil war. Es hat immer Spaß gemacht und wird auch weiterhin Spaß machen. Nur wie gesagt, wird es für uns halt ein bisschen schwieriger, das Ganze zu koordinieren. Aber ich denke mal, die ersten Wochen und dann spielt sich das ein und dann passt es. Richtig, genau. Also, grob zusammengefasst, Leute. Richtig. Ja, nochmal für euch, ja. Das heißt, aufgrund der Arbeitssituation von meiner Seite wird sich erstmal wahrscheinlich der Aufnahmetag des Podcasts ändern. Des Weiteren werden wir in Zukunft, sag mal zu 99 Prozent, kein spezifisches Thema mehr haben, dass wir sagen, wir reden die Woche über dieses Thema, wir reden nächste Woche über dieses Thema, weil und da müssen wir uns halt einfach auch mal eingestehen, wir haben uns das tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen einfacher vorgestellt mit der Themensuche. Es ist teilweise echt schwierig geworden, ein Thema, Thema zu finden für Bestimmt, die aktuelle Woche. Tatsächlich so. Ja, man hat ja. dann doch schon über vieles geredet. <laughs> genau, warum hängt jetzt meine Kamera gerade? Ich es gerade auch gedacht, du hast ein richtig geiles Standbild bei mir, kommt sehr gut im Video. Ja, ich weiß aber auch nicht warum. Warte mal, ich mach mal kurz so und mach mal kurz. Ne? Meine Kamera hängt komplett. Warum hängt jetzt meine Kamera komplett? Das kann ich dir jetzt gerade, warte mal, ich tue mal kurz. Äh, der du, ihr seht, live und ungefiltert, Freunde, wie immer. Wow, okay, hat sich die jetzt komplett aufgehängt? Das ist natürlich jetzt wieder richtig geil. Aber ich verstehe nicht. Ah, warte mal, einen kleinen Moment. Ich muss mal ganz kurz hier nebenher. Das ja, ich, ich, ich überbrücke mal. Überbrücken, 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 überbrücken. <laughs> überbrücken, überbrücken. Ja, jetzt, jetzt habt ihr ein schwarzes Bild. Es geht gerade wieder gar nichts mehr. War ja, jetzt haben wir ähm, den schwarzen Snookie. Das ist äh, der neue Stil von ihm. Ja, ist jetzt... ja, ich verstehe auch nicht, warum die Kamera, die hat sich jetzt komplett aufgehängt irgendwie. Ich kann es euch gerade nicht sagen. Das ist jetzt natürlich. Man musste halt im schlimmsten Fall. Äh, ja. Ein Bild von mir reinmachen. Ja, im schlimmsten Fall kriegen wir das auch irgendwie hin. Ich probiere es jetzt gerade irgendwie. Aber es scheint wohl nicht zu funktionieren. Warum auch immer. Irgendwas hat sich da gerade extrem aufgehängt. Also, sie hm. ist aktiv, aber irgendwie. Ich komme auch nicht in die Einstellungen rein. Also irgendwas ist komisch. Irgendwas ist komisch gerade. Hardware-Codierung, probieren wir mal zu benutzen. Vielleicht hat sie sich auch schon verabschiedet, die Kamera. Müssen wir nachher mal testen. Gibt es halt, dann halt ein Foto von mir? Gut. Ja. Das ist jetzt natürlich extrem doof. Aber ich kann es gerade nicht ändern. Ähm, ja, gut. ja. Okay, genau. Machen wir halt ein Foto rein. <laughs> Scheiße. Ich, ich rede ja. jetzt halt mit einem schwarzen Fenster, ist okay. Genau. Redest jetzt halt mit einem schwarzen Fenster. Die Kamera hat sich verabschiedet. Aber das kennen wir ja auch schon von, von anderen äh, content creatorn die halt äh, plötzlich Kameraausfälle haben. <laughs> so. Ähm, genau. Wir haben im Prinzip auch schon angesprochen, wir werden verschiedene, äh, wir reden über die Woche, ne? Leute. Das heißt automatisch auch, ähm, wie gesagt, kein Spezifisches, was uns gerade so bewegt. Lustige Ereignisse, dämliche Ereignisse, ähm, wie soll ich sagen, äh, Fails der Woche, was auch immer, ja. Und natürlich auch erwähnt gerne auch mal mit Gästen. Da wir jetzt natürlich auch kein äh, festen, ähm, kein festes Thema mehr haben, brauchen wir tatsächlich auch keinen Spezialisten mehr an unserer Seite sozusagen. Wir haben es ja mit dem Tobi, der sich gut mit der NFL auskennt, deswegen haben wir ihn ja im Endeffekt benutzt, sozusagen als äh, ja, Fachmann ja, für die NFL. Benutzt wie ein ja, wir haben ihn ein bisschen benutzt, ja, kann man, kann man ja schon am, sagen. Am Strand in Ägypten, der Penner. Genau. Habe ich nicht so, versucht. genau. Ähm. Das heißt auch gerne, wenn ihr Lust habt, Leute, ja, gerade so auch Community, Streamer, YouTuber etc., wir werden den einen oder anderen Gast einladen und falls ihr da Bock habt, vielleicht auch mal selber dabei zu sein. Wir werden jetzt natürlich nicht jeden nehmen können, ne, aber warum eigentlich nicht? Einfach mal ein bisschen babbeln. Vorausgesetzt natürlich, ähm, ihr seid ein bisschen unterhaltsam und informativ. Nennen wir es mal so. ja? Weil still stehen. Oder still sitzen und nur die Kamera zeigen, äh, ist halt auch doof. So. Ja, einfach integrieren. Ich denke, ähm, wir sind da schon durchaus fähig, jemanden zu motivieren und einzubinden, aber so ein bisschen Meinze. Eigeninitiative ist nicht schlecht. Ja, das ist wohl wahr. Na gut, in, in Tobi haben auch, ich habe Tobi gesagt, da und da ist Aufnahme, der war da, er wusste nichts. Wir haben ihn einfach ins Wasser geschmissen und er hat es sehr gut. Äh, Hingekriegt, finde ich. Genau, genau. Also er wusste, dass es um die NFL geht, ja. Aber sonst wusste er nichts. Richtig, genau. So, dann haben wir tatsächlich noch eine wichtige Änderung und ich darf heute auch das allerletzte Mal auf meinen Knopf drücken, nämlich... Gaming News. Wird es nicht mehr geben. Die Gaming News fallen somit im Prinzip also, raus als ja. eigenes Thema, werden aber dafür ähm, ja gut, im in Prinzip den Podcast mit integriert. Wenn jetzt zum Beispiel ein neues Spiel rausgekommen ist oder wir irgendwas Neues gespielt haben, wo wir meinen, da kann man durchaus drüber reden, dann werden wir das natürlich tun. Wenn es ist. also ich bin trotzdem in der Gaming News Welt unterwegs, werde trotzdem meine ähm, Augen und Ohren offen halten. Und wenn irgendwelche Themen sind, die, die oh. ich finde, die kann man durchaus in, dem, in der Folge dann besprechen, dann werde ich die auch ansprechen, ganz klar. Ja, ähm, ja gut. Sei das heißt, es neue ja, Spiele, neue Trailer etc. was wenn ich Uplup, irgendwas Neues ist, ähm, was weiß ich, Switch 2 ist endlich angekündigt von Nintendo, da warten ja alle bloß drauf, dann wird es oh, ja. natürlich ein Thema sein, über das wir auch kurz reden werden. Kurz oder lang, je nachdem halt, ne. Ja gut, die Gaming-Welt tut uns ja trotzdem begleiten. Es ja, ist ja jetzt nicht ist, so, dass ja, wir, wir hören ja hier nicht äh, also, äh, eben es wird ja weiterhin so äh, sein, dass wir hier eben. Aber ne? wie du sagst, also die Gaming-News waren schwierig. Es war an sich eine, eine geile Idee fand ich. Deswegen war das ja auch mal eine Kategorie. Aber mhm. ähm, es waren dann doch durchaus Wochen dabei, wo der XY43. Patch für dessen das Spiel, das sind für mich keine News, die ich ansprechen muss. Das ist unsinnig. Natürlich, so Themen wie Gamescom, kommen, ähm, da wird es mit Sicherheit trotzdem eine, eine eigene Folge geben. Dann nächstes Jahr gehe ich davon aus, gerade so große Themen oder wenn jetzt irgendeine eine, ähm, eine Pressekonferenz ansteht, die schauen wir uns ja normalerweise an. Ne? In der Regel haben wir es immer zusammen gemacht, wenn es gepasst hat. Ähm, oder halt zumindest dann ähm, nach der da Auf, also nach dem Livestream, dann das Video angeguckt dazu von, von den Pressekonferenzen, egal ob das äh, Sony ist oder Xbox oder was auch immer. Und dann werden wir da mit Sicherheit in der Folge, die dann zeitnah da ist, auch drüber reden. Ganz klar. Genau. So. Der aktuelle Stand. Gibt es denn noch was, was wir zum Podcast vergessen haben? Ich glaube nicht. Das war eigentlich so die, das Grund, ähm, das Thema Tracks of the Week wird es weitergeben, aber auch da wird sich, was heißt, verändern. Ähm, es kann durchaus mal sein, dass jetzt ähm, mal keine Musik kommt von einem von uns, weil halt in der Woche jetzt keine ähm, nicht viel gehört wurde oder nichts Neues war. Aber dafür vielleicht ein Podcast oder irgendeine neue äh, eine neue Serie oder irgendwas angelaufen ist und, und ich dann sage anstatt Track of the Week oder du gibt es diese Woche ein Podcast of the Week von mir zum Beispiel. Ne? Mhm. Also wir sind da ein bisschen variabler in dem Fall. Natürlich kann genau. auch sein, dass es kommt ein neues Lied raus, das ich rauf und runter höre die ganze Woche, dann ist das natürlich der Track of the Week, klar. Aber es ist kein Track mehr, der spezifisch zu einem Thema passt. Also Richtig. sowas wie immer wieder Sonntags wird es dann nicht mehr geben. <laughs> vielleicht in 20 Jahren, wenn ich Rentner bin, dann kommen vielleicht Schlager. Aber ähm, ja. Also so die Richtung, ne? Also ich hoffe, <laughs> war trotzdem witzig. Es war witzig, definitiv. Da kannst du sagen, was du willst, das war definitiv lustig. Ähm, ja. Ansonsten haben wir, ja. glaube ich, alles, was spezifisch das Podcast-Thema angeht, ne? Sind wir, glaube ich, soweit durch, genau. falls es natürlich noch irgendwelche Änderungen geben sollte. Ähm, keine Ahnung, dass wir vielleicht sogar noch sagen, ey, uns fehlt vielleicht noch irgendwie eine Kategorie, trotz allem. Aber ja, das sind dann halt sehen. so Sachen, das werden wir mal sehen. Wieder ein wachsender Prozess im Endeffekt. Genau. Und äh, ja, das ist jetzt im Prinzip spezifisch Podcast. Also neuer, wahrscheinlich gehen wir davon aus, neuer Sendeplatz für den Podcast statt Samstag dann an einem anderen Tag. Ähm, es wird grundlegende veränderung des podcasts geben in form von keine kein hauptthema mehr sondern einfach über die woche ähm, community wird natürlich mit einbezogen in form von gästen und auch falls ihr lustige geschichten erzählen wollt Richtig. die in der woche stattgefunden haben oder was ihr einfach loswerden wollt nicht mehr spezifisch fragen an uns sondern vielleicht einfach was ihr loswerden wollt können natürlich wieder weiterhin gerne gestellt werden, sei es in den Kommentaren oder in den Discord-Servern. Ähm, genau, Kategorien. Ich mich freu, ne? Wenn wir schon dabei sind, darauf ich mich freue werden, die Folgennamen. Weil wir sind ja dann freier, ne? Es wird ja kein keine Thema mehr sein, der Name, ja. sondern diese Woche hatte ich Rinderrouladen. Als nur mal ein blödes Beispiel. Mhm. Irgendein Folgenname, der dann halt passt zu dem, über was wir geredet haben. Da werden wir dann hoffentlich richtig kreativ werden. Das, das, da freue ich mich auf der einen Seite auch drauf. So nach dem Motto, ja, wie nennen wir denn die Folge? Aber das, glaube ich, eine coole könnte, Frage, ja. könnte cool werden. Weil, also ich, ja. ich höre ja viele Podcasts selber privat. Ich glaube, bei dir ist es nicht ganz so wie bei mir. Und die haben auch jede Woche mega Folgentitel. Manchmal Essen, manchmal keine Ahnung. Das ist immer unterschiedlich. Aber... Da werden wir kreativ werden. Freue ich mich drauf auf der einen Seite. <laughs> genau. Da werden wir sehr kreativ. Müssen wir kreativ werden, weil sonst ist es ja, äh, ja. Genau. So, so viel zum Thema Podcast. Jo. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Und das ist ja, wer war es vorhin schon angesprochen? Privatleben. So, mein neuer Job. Ja, ich habe gekündigt. Genau. Ähm. Allzu viel darüber erzählen möchte ich, beziehungsweise weiß ich nicht mal, ob ich überhaupt darüber reden darf. Aber mhm. ich ein bisschen, ja. Es gibt Gründe. Ich denke, damit ist auch alles gesagt. Ähm, ich denke, der ein oder andere kann sich denken, man kündigt nicht einfach so. Dafür wird es immer, immer irgendwelche Gründe geben. Ähm, und ähm, nach langer Überlegung und auch äh, innerlichem Zerreißen habe ich mich dann tatsächlich dazu. Entschlossen, die Firma zu verlassen. Schweren Herzens, leider, muss ich auch ein Stück weit sagen. Ähm, nicht nur, ähm, weil mich der Laden jetzt äh, über sieben Jahre begleitet hat, sondern weil ich die Leute dort halt natürlich auch mehr gesehen habe wie meine eigene Familie. Hm. Muss man dazu auch sagen. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, es ist irgendwo natürlich ein Stück weit. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge werde ich da wahrscheinlich am 25.10. rausgehen. Und ja, mal gucken. Es sind jetzt noch 36 Tage bis dahin. Die können noch anstrengend werden. Ja. Für den Kopf, für die Seele, wie auch immer man es nennen möchte, ist es auf alle Fälle nicht so einfach. Genau, ab 1. November fange ich dann in einem neuen Betrieb an. Möchte ich auch nicht zu viel verraten, tatsächlich, weil ich nicht weiß, ob ich es darf oder nicht. Es sind große Firmen, von denen ich gehe, das weiß man ja, habe ich ja zumindest schon mal erzählt. Und ähm, ja, dementsprechend muss ich da halt natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil wenn wir schon ins Internet öffentlich gewisse Sachen sagen, muss ich halt aufpassen. Was ich sage. Richtig. Weil sonst kann das alles gegen mich verwendet werden und das könnte teuer werden und so weiter und so fort. Dementsprechend werde ich da nicht so viel verraten. Fakt ist, und das ist halt eigentlich auch so ein Hauptgrund, warum wir Veränderungen, was den Podcast angeht, wie Aufnahmetermine etc. pipapo, eigentlich auch äh, machen müssen, weil es halt einfach dann nicht mehr anders geht. Tatsächlich. Weil ich jetzt noch nicht weiß, wie läuft es. Ab schaffe ich viele Samstage mit Nachtschicht und so weiter und so fort. Das wird man sehen. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Und ja, da bin ich auch mal gespannt. Das ist es ist eine neue Reise, es ist ein neues Kapitel in meinem Leben, eine neue Ära beginnt sozusagen sowohl im Privaten als auch auf YouTube in dem Sinne. Boah, mehr gibt es, was Arbeit geht, eigentlich auch gar nicht mehr dazu zu sagen. Und ich habe gerade eben auch schon das Thema YouTube angesprochen, weil da gibt es tatsächlich auch Änderungen, zumindest beim Weber. Ja, ähm, YouTube ist, ist äh, für mich im Moment ein, ein schwieriges Thema, weil ich im Moment so ein bisschen in einem Tief stecke in Anführungszeichen. YouTube frisst viel Zeit, tatsächlich. Auch wenn ich nur jeden zweiten Tag ein Video hochlade, ist es trotzdem zeitlich doch ähm, manchmal angespannt in Anführungszeichen. Und YouTube ähm, war oder ist auch immer noch ein, ein, eigentlich ein Spaßprojekt für mich persönlich. Ähm, aber ähm, der Spaß fehlt so ein bisschen im Moment. Ich, ich ähm, mache im Moment trotzdem oder versucht trotzdem regelmäßig Videos zu bringen. Ja, ähm, da waren aber durchaus auch mal Lücken drin. Ähm, ich bin im Moment am Überlegen, ob ich einfach mal eine Pause mache. Ich weiß, Pausen sind eigentlich schlecht, weil dann Algorithmus und so weiter und so fort, ähm, brauchen wir nicht drüber reden, wird dann im Arsch sein, in Anführungszeichen. Ähm, aber momentan. Ähm, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also, auf der einen Seite, wie gesagt, habe ich trotzdem immer noch einen gewissen Spaß dabei, aber ähm, auch auf YouTube ist es schwierig, ähm, ja, Spiele zu finden, die man ähm, auf YouTube machen will. Ähm, du hast ja dein, deinen Weg da gefunden mit den, mit den Simulatoren und Prologen und öfters mal noch, ja. ähm, so Demo-Versionen, um einfach das Spiel mal zu zeigen. Das habe ich ja. Ähm, finde ich auch eine gute Sache. Ich war ja eher jemand, der dann die Spiele meistens öfters und länger spielt und zeigt, wenn ich dann mal ein Spiel spiele. Aber das sind so Sachen, die auf YouTube mittlerweile leider. Puh. Also entweder du hast Glück und erwischt einfach mal ein, ein Ding, wo, wo, wo steil geht. Das hatte hm, ich tatsächlich ja. auch in den letzten Wochen, dass äh, Videos dabei waren, die tausend Aufrufe geknackt haben. Oh, jetzt ist deine Kamera auch aus. Ja, äh, ich bin gerade auf die Leertaste gekommen und mein Zeiger war auf virtuelle Kamera. Jetzt ist er wieder da. Müsste wieder da sein. Ja. Warum bin ich denn jetzt so laut? Ist das normal? Nee, warte mal. Das weiß ich nicht. Hallo? Oh Gott, also, ich bin voll laut. Warum bin ich so laut? Bei mir ist alles normal. Also, du bist hier ein ganz normaler Ausschlag. Okay. Ah, okay. MIG-Monitor. Ich habe mich hier irgendwie, keine Ahnung, warum ich da aus Versehen. Irgendwas ist da gerade. Ich bin nur kurz in mein GoXLR-Menü da und dann hat sich das Monitoring okay. von mir verstellt auf volle Rotze. Und das hört sich dann ganz, 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 ganz komisch an, wenn du dich so, so ultra selber hörst. Egal. Also, ja, weiter. Im, im Prinzip, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, der Podcast kommt definitiv weiterhin. Ganz klar. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, wie es mit anderen Videos aussieht, wie gesagt, ich bin im Moment noch im Zwiespalt, aber ich werde es euch definitiv entweder hier über den Podcast dann auch, das kann ja dann durchaus auch ein Thema sein, wo ich dann mal in einer anderen Folge anspreche, ähm, aber äh, auch über Discord und sämtliche Medien, ne, die man benutzt, <laughs> werde ich euch auf dem Laufenden halten, wie da jetzt der Plan ist. Kann auch sein, wenn wir jetzt, also bei mir oder bei uns im Geschäft, noch unser Geschäft, verändern sich jetzt auch wieder die Arbeitszeiten. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit Überstunden gemacht, länger gearbeitet, früher angefangen und so weiter. Kann auch yes. sein, wenn das jetzt wieder sich normalisiert, was hoffentlich ab nächster Woche so sein wird, dass wir wieder unsere festen normalen Arbeitszeiten haben? Kann auch sein, dass bei mir dann wieder mehr Wille kommt und mehr Lust und auch mehr Zeit? Abwarten. Also wie gesagt, es ist im Moment so. Ja, ein schwieriges Thema für mich persönlich. Vielleicht mache ich auch tatsächlich das, was ich schon mal ähm, überlegt habe, dass ich ähm, die Streams aufnehme und dann vielleicht nur noch zwei Videos, drei Videos die Woche statt fünf und einfach sage, ich nehme die Streams. Ist zwar viel Arbeit, aber ich glaube, das könnte mir dann durchaus mehr geben und mehr Spaß machen, dass ich mir den Stream dann angucke, sei es mit dem Snooki zusammen gestreamt oder solo gestreamt oder mit anderen ähm, Content creatorn gestreamt. Dass ich da dann so ein, so ein Best-of Best of draus bastel, weißt du, von, von dem und dem Stream. Ja. Aus drei Stunden Stream eine halbe Stunde machen und einfach die, die geilsten Szenen reinschneiden, ein bisschen. Ist für mich natürlich eine Herausforderung und auch sehr zeitintensiv, aber ich glaube, das würde mir aktuell mehr geben und mehr Spaß machen. Deswegen möchte ich das Ganze ein bisschen verfolgen. Aber wie gesagt, ich informiere euch da rechtzeitig, wie und was. Ähm, Im Moment ähm, kommen noch Videos, definitiv. Vielleicht mache ich das auch als Probe und, und wenn ich merke, das kostet zu viel Zeit, nimmt mir zu viel äh, Lebenszeit weg oder Freude weg, je nachdem, das wird, mir, wird sich zeigen, kann dann auch die Entscheidung in eine andere Richtung gehen. Ich sage, ich mache nur noch den Podcast erstmal mache einfach mal eine Pause auf YouTube. Sag einfach Pause, fertig, kommt nur Podcast wöchentlich, alles andere wird erstmal auf Eis gelegt. Aber das, wie gesagt, ist so ein innerer, innerer. Kampf mit mir selbst. <laughs> ja, das ist ja. YouTube ist nicht so einfach. Das muss man einfach sagen. Das ist richtig, weil es gibt halt einfach zu viele, die den Scheiß auch mitmachen und dementsprechend halt genauso äh, versuchen, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben und ein bisschen mehr schneiden können und ein bisschen ja, einfach noch mehr Energie und, 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 und alles da reinbollern können. Dementsprechend ist es halt manchmal einfach schwierig, richtig, da Fuß richtig. zu fassen. Kann ich ja. nachvollziehen. Bin ich auch bei dir? Ist nicht so einfach. Aber dafür möchte ich sagen, weil zu dem Thema kommen wir auch noch. Ich versuche im Moment lieber die Energie, die ich habe und die ich aufwende, auf Twitch zu kanalisieren. Boah, jetzt bin ich ja richtig. Hier, ja, Scheiße. Begriffen um sich da, ey. Der Überleitungsweber, ne? <laughs> der Überleitungsweber. Nee, ähm, ja, deswegen, ähm, wie gesagt, Twitch liegt mir gerade ein bisschen mehr am Herzen als YouTube, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja. Ähm, dieses ähm, Interagieren, zusammen was machen, mit der Community zusammen was machen, sozusagen, das bringt mir mehr und gibt mir mehr, als hier zu sitzen, aufzunehmen, hochzuladen. Und ja, ist so. Für ist mich so. persönlich. Ja, gebe ich dir auch ganz ehrlich. Äh, äh, ja, ist, ist, wie es ist, ja. Also, ähm, es ist tatsächlich so, dass es äh, Twitch tatsächlich ein wenig angenehmer, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, ist, wie äh, auf YouTube. Vor allem halt auch, was ähm, der Hass manchmal angeht. Ne? Das ist ja noch das Nächste. Der Hass ja, ist manchmal äh, nicht gerade so einfach. Ich muss sagen, ich bin Gott sei Dank, also toi toi toi, ich bin in den letzten Monaten, sage ich jetzt mal, relativ verschont geblieben. Mm. Ähm, natürlich sind da ab und zu mal Dislikes dabei, aber die paar Kommentare, die ich habe, sind eigentlich harmlos. Über tatsächlich ja, ja. Mach mal deinen Graufilter aus oder solche Sprüche. Das ist <laughs> ja mache ich. Danke. <laughs> so danke und tschüss. Richtig. Ja, ja. Aber da ist ich bei dir ja durchaus schon also man muss dazu sagen, ich habe die Rechte beim Snooki als Bearbeiter, Videos hochzuladen. Genauso hat er die Rechte bei mir, falls mal was sein sollte. So also wie er jetzt im Urlaub war, habe ich ja bei ihm Videos hochgeladen. Und andersrum wäre es genauso möglich. Und da sehe ich natürlich dann auch die Kommentare relativ schnell, die Snooki bekommt. Und yes. da waren teilweise Sachen dabei, wo ich denke, Alter. Ja. Halt einfach Small. Richtig. <laughs> Anders kannst du es nicht nennen, ne? Wie kann man nur so einen Scheiß schreiben? Aber gut, es ist halt so, wie es ist. Es gibt halt Idioten auf dieser Welt. Ähm, äh, ja, gut, zum Thema YouTube kann ich ja auch sagen. Ähm, also bei mir wird's... Äh, Verzeihung. Äh, danke. Ähm, bei mir wird es erstmal dabei bleiben. Also zwei Kanäle werden betrieben im Endeffekt. Einmal der Hauptkanal äh, mit äh, Gaming. Und äh, der Zweitkanal ist im Endeffekt äh, für sowohl, ich nenne es mal, Twitch Recycling. Ähm, ja, kann man es Twitch Recycling? Man kann es Twitch Recycling nennen, finde ich schon, oder? Ist, ist schon ein Stück, ne? Weil ich tue ja dann die ganzen Aufnahmen, ähm, beziehungsweise alles, was ich ja mit auf Twitch gemacht habe, gerade im Bereich Musik, äh, tue ich ja. Prinzip aufnehmen und dann lade ich die dann auf meinen Zweitkanal hoch. So, da sind wir ja eigentlich auch schon beim, beim Thema angekommen. Also, YouTube wird bei mir bleiben. Drei Videos jeweils die Woche. Ähm, ja, genau. Das bleibt auf alle Fälle. Und ähm, des Weiteren dann im Prinzip am Bereich auf Twitch. Wird es natürlich auch bei mir jetzt einige Änderungen geben müssen. Geht nicht anders, ja. leider, äh, aufgrund dessen, dass ich von Twitch tatsächlich verwarnt worden bin wegen meinen Musikstreams. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe immer sonntags auf meinem Kanal einen, einen DJ-Stream sozusagen gemacht, ähm, wo ich dann, ja, DJ gespielt habe, also nicht nur gespielt, ich habe musiziert, ich habe äh, Gas gegeben, ich habe versucht die Leute irgendwie zu unterhalten, ich habe Spaß gehabt dabei und äh, irgendwann kam dann halt Twitch und hat gesagt, oh du, äh, na, keine gute Idee hier äh, urheberrechtliche geschützte Musik äh, zu spielen, äh, das könnte teuer werden, deswegen kriegst du eine Verwarnung. So, die Verwarnung habe ich jetzt natürlich akzeptiert. Und habe dann daraufhin erstmal meine Musikstreams sein lassen, weil äh, deswegen dann den kompletten Kanal riskieren. Mm, nein, danke. Mache ich natürlich jetzt erstmal nicht. Und habe mir dann natürlich auch überlegt, was kann ich jetzt anderes tun? Was muss ich jetzt machen? Was kann ich tun, damit das Ganze wieder auf Kurs kommt? Und da bleibt mir jetzt nach langer Überlegung tatsächlich nur eine einzige Sache äh, übrig. Und das ist wahrscheinlich. Ein zweitkanal eröffnen. Auf Twitch. Ein Zweitkanal im Prinzip, ähm, wo ich dann letztendlich nur Musikstreams mache. Das ist jetzt leider äh, noch nichts, äh, da kann ich noch nicht ganz so viel sagen, weil äh, es ist tatsächlich auch so, dass ich mich zwar informiert habe, aber jetzt noch nicht so, dass ich jetzt ausschlaggebend irgendwie perfekt sagen kann, was jetzt Sache ist. Aber das kommt und da werde ich euch dann auch für die Leute, die Bock haben, informieren. Jeder, der Bock hat, ein bisschen Techno zu hören, kommt gerne vorbei. Äh, ihr seid alle herzlich eingeladen, sobald es dann wieder Vollgas zur Sache geht. Genau. Ähm ja, man muss aber auf fairerweise sagen, nicht nur Techno, Leute. Es kommt manchmal auch ein bisschen entspanntere Musik. Entspanntere Musik. Ja, du hast es erfasst. <laughs> Richtig, ja, ja, gut. Also ich, ich, ich natürlich, äh, ich tue äh, Genres wechseln, also von zart bis hart, sage ich ja immer, ist alles dabei. Und äh, das wird auch weiterhin so bleiben. Und ähm, ja, es ja für mich, für mich fehlt es. Das war immer so der, der Sonntag, Abschluss der Woche. Sonntagabend Ausklang und danach konnte ich dann mit ähm, gut aufgefüllter Musikenergie in meine meistens Sonntagabendstreams starten, weil ich ja dann immer danach eigentlich äh, gestartet habe nach dir. Das hat genau. sich irgendwie so ein bisschen eingependelt gehabt. Und das ja. war immer ganz cool. Und leider war ja dann ja, keine Musikstreams mehr. Leider nicht. Ja. Aber so ist es nun mal jetzt. Ich will natürlich nicht riskieren. Ich hätte ja weitermachen können, keine Frage, aber äh, man riskiert halt dann doch irgendwie äh, den Kanal und will ich ehrlich gesagt nicht. Also, nee. Nee, dann man hat sich ja halt ein bisschen was aufgebaut und ähm, richtig. das Ganze dann einfach ähm, wegzuschmeißen, in Anführungszeichen. Ja, ähm, nee, Wäre, wäre glaube ich, nicht gerade das richtige Vorgehen. Deswegen finde ich deine eben. Ideen zweitkanal zu machen, auf der einen Seite gut, natürlich ist es schon, es hat irgendwie so einen Fadenbeigeschmack, finde ich. Richtig, genau, weil äh, wie ich ja auch dir schon gesagt habe, ich verstehe nicht so ganz, warum Twitch das nicht schafft, einen eine wie soll ich sagen eine Pauschale sozusagen. Ja, also die drängen halt natürlich dazu, dass du bei diesem DJ-Programm, das Twitcher jetzt ins Leben gerufen hat seit ein paar Monaten. Ähm, dass du da dann halt mitmachst, ja. Aber auch wie der Weber schon zu mir gesagt hat, ja, das ist jetzt speziell für DJs. Was ist aber mit Leuten, wo zum Beispiel singen oder andere Sachen machen, wie jetzt zum Beispiel Geige spielen, etc.? Die fallen ja dann im Prinzip auch in dieses Raster der urheberrechtlich geschützten Werke, äh, die sie eigentlich nicht spielen dürften. So, aber die müssten dann im Endeffekt auch an diesem DJ-Programm teilnehmen, obwohl es keine DJs sind, und könnten dann auch nur noch in der DJ-Kategorie streamen. Und das ist eben das, wo ich einfach sage: Das Programm an sich ist eine gute Sache, weil halt einfach Teil der Einnahmen an die Künstler geht. Ja, das finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Aber es ist für mich einfach noch nicht ausgereift genug, weil ähm, wie gesagt, ich kann jetzt könnte, und das ist halt auch der Grund, warum ich einen Zweitkanal eröffnen muss. Wenn ich bei diesem DJ-Programm mitmache, kann ich nur noch in der DJ-Kategorie auch streamen. Das heißt, sämtliche Spiele, sämtliche Just Chattings oder sonst irgendwas würden nicht mehr stattfinden. Und das ist halt nicht meins, weil ich mache ja viel. Und nicht nur Streaming. Äh, nicht nur DJ, ja, sondern halt auch zocken und Babbeln und, und komische Sachen und was auch immer, aber ja, das ist halt für mich ja, ich glaube die idealere Lösung wäre, dass jeder Streamer, der auch wirklich aktiv streamt, ähm, wie eine Art Pauschale in Anführungszeichen bezahlen sollte, ja, ob jetzt affiliate oder nicht, aber dafür, wenn man sagt, jeder Streamer muss 5 Euro im Monat bezahlen, ja, und äh, ich glaube da würde Twitch wahrscheinlich in meinen Augen sogar noch mehr Kohle verdienen, wie auf dem Wege, was sie jetzt machen. Und wenn dann halt, und dafür sind halt einfach die, die urheberrechtlichen geschützt, dann kannst du auch Sound-Alerts oder sonst irgendwas abspielen, ohne Probleme zu bekommen. Weil das ist ja auch so ein Problem. Ne? Normalerweise dürftest du ja rein theoretisch nicht mal Sound-Alerts abspielen. Auf Twitch. Ja, und eigentlich nicht, aber komischerweise. Ja, also wahrscheinlich ist da der, der, sind am die Zufalls, dass der am Algorithmus. Gab es mal bei mir irgendeinen Sound ja. alert, der dann tatsächlich gestummt wurde im VOD? Ja, bei mir laufend. Aber laufend. Eine Verwarnung oder so hatte ich bisher noch keine dadurch. Ja, das ist äh, natürlich, wenn du öfters mal so eine. Ich wurde ja schon öfters wegen Musik äh, angeschrieben sozusagen oder E-Mail bekommen. Ähm, aber jetzt nie so wie. Äh, wie jetzt. Deswegen habe ich jetzt halt einfach ja einen Schlussstrich erstmal ziehen müssen, eine Pause einlegen müssen, Sommerpause nenne ich es jetzt einfach mal, was DJ angeht. Äh, dementsprechend äh, ja. ist jetzt nicht schlimm, also doch eigentlich schon, weil es hat eigentlich immer Spaß gemacht. Aber äh, ja, jetzt ist es halt so wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Und wir können nur hoffen, dass es besser wird. Und dass ja. ich da den richtigen Weg finde. Und vielleicht schafft das Twitch dann auch äh, irgendwann mal was, was anderes. Weil ich finde, die Lösung ist nicht optimal. Tatsächlich, was sie da. Ja, macht. es ist so ein so Halbgar. Ja, irgendwie. Ich weiß <laughs> natürlich, für die, für die ganzen reinen DJs ist es natürlich gut. Ja. Der Seite. Es genau. gibt ja genug reine DJs auf Twitch, die ich teilweise sogar auch verfolge oder gerne mal laufen lasse genau. nebenher, wo, wo ich dann sage, ich zocke irgendein Spiel und habe nebenher einen Musikstream offen. Äh, ja, für die ist es natürlich nicht schlecht, aber wie gesagt, ich kenne auch genug ähm, Creator, die zum Beispiel singen. Das sind ja keine DJs, die, die singen Lieder. Die singen ja. auch eigene Lieder, dann ist natürlich das Urheberrecht egal. Aber die Richtig. singen auch urheberrechtlich geschützte Lieder. Die müssten ja dann eigentlich auch DJ-Kategorie haben. Obwohl Richtig. Sie singen und nicht DJ machen. Für mich ist ein DJ ein DJ und kein Sänger. Natürlich gibt es DJs, die auch singen können, gar keine Frage. Aber genau. rein Sing-Sang ist ja dann wieder was anderes. Dann müsste es ja eigentlich noch eine Kategorie. Geben, anstatt DJ. Music Entertainment Music oder sowas. Entertainment, ja, da, so. Entertainment, ja, so in die Richtung, aber ja, okay. das ist Ja, aber so, dann so ist halt schwierig. ist halt auch die Frage, ja, dann sind wir aber wieder bei dem Thema, was ist, wenn die halt nicht nur singen? Jetzt nehmen wir zum Beispiel eine Lara Loft. Ja, Lara Loft singt gern, aber die zockt auch. So, wenn wir dann jetzt noch eine neue Kategorie hätten mit, mit Entertainment oder das Music Entertainment, und die müsste sich da anmelden. Ich sage ja, das Geschickteste wäre eigentlich nicht dieses, dieses Pauschalisieren, ja, sondern dass alle das dürften und dafür aber was tun müssen, ja. Oder für die, die halt keinen Bock darauf haben, die werden dann halt verwarnt. Die kriegen dann halt gestrikt oder was auch immer, ja. Richtig. So, aber das ist halt, ich finde die Lösung, ja, und vor allem halt auch, dass du jetzt im, ich muss einen Zweitkanal im Prinzip erstellen und fange mit diesem Zweitkanal auf, bei null an. Und das ist blöd. Ja, ist, das ist absolut blöd. Ne? Aber ich muss es machen. Ich will das nicht aufgeben. Ich habe mir dafür viel zu viel Mühe gegeben in meinem kleinen Zimmerchen und Du hast Geld ja auch investiert. investiert. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast ja auch Geld in die Hand genommen, um das Ganze so umzusetzen. Ja, und weil nur für mich daheim brauche ich es nicht. Nee, nee. natürlich. Gerade so Sachen wie deine ähm, Community-Sachen, wo du Musik selber produzierst, die ist ausgenommen, weil das ja eigene Musik ist. Das ist ja nichts richtig Geschütztes. Das läuft ja auch weiter bei dir, aber gerade diese großen Musikstreams, sage ich jetzt mal, ja. wo du ja eigentlich noch am Anfang standest, sozusagen. Ja. Ähm, da wäre ja durchaus mit Sicherheit dann auch mal äh, noch mehr gekommen und mal längere Sessions, denke ich mal so. Auch mit das anderen DJs zusammen, hast du ja auch schon geplant gehabt. Das war der Plan, ja. Ähm, das muss ich jetzt natürlich erstmal schauen. Also, ich denke mal, größere Streams, sobald es dann mal wieder läuft. Wie gesagt, ich wollte jetzt ja sowieso über den Sommer eine Sommerpause machen, weil halt einfach. Äh, es wird warm in dem Zimmerchen, muss man einfach auch sagen. Ja, es wird verdammt warm. Und ähm, da war mir dann tatsächlich auch so eine kleine Sommerpause, äh, die war gar nicht verkehrt, muss ich ehrlich gestehen. Aber ähm, ja. Ja, die größeren Streams, die müssen jetzt halt erstmal im Prinzip warten. Ja, wir harren der ja? Dinge. Genau, so in etwa, ja. Aber, äh, ja, ist jetzt halt so, wie es ist. Ist ein bisschen ärgerlich, ist ein bisschen nervig, ist ein bisschen alles, ne? Anders kann ja, aber kennen. ich sag mal so, der harte Kern, der jeden Sonntag dabei war, der wird auch auf dem neuen Kanal dabei sein. Davon gehe ich aus, ja. Dass das trotzdem weiterhin so sein wird. Äh, natürlich muss ich ein bisschen mehr Werbung jetzt dafür machen, dass da, äh, dann sich da auch was ändert dann im Endeffekt aber das sollte dann ja dann auch nicht das Problem sein das wird schon irgendwie funktionieren und äh, ja ist jetzt halt so wie es ist ich kann es nicht ändern lieber gehe ich auf Nummer sicher und äh, tue jetzt äh, nicht riskieren meinen Kanal in Strike zu werden oder sonst irgendwas ja muss ich jetzt halt ich durch ich sehe auch einen positiven Aspekt, wenn du dann online gehst und die Leute sehen, Snooky Life ist online, dann wissen sie, es kommt Gaming. Und wenn dann der Snookie DJ oder wie auch immer ne, online geht, wissen sie, heute ist Mucke angesagt. Finde ich persönlich für mich als, als ähm, Zuschauer oder als, als Konsument, finde ich es gar nicht so blöd. <laughs> Auf der einen Seite. Okay. Weil ja, auf der einen Seite ja, aber ich hätte halt gern, äh, weil ja, es ist schon, es ist anstrengend genug. Ich meine, du kennst es selber jetzt, äh, oder zum Beispiel ich mit zwei YouTube-Kanälen zum Beispiel, jetzt habe ich auch noch zwei Twitch-Kanäle dann im Endeffekt. Es ist verdammt anstrengend. Ja, natürlich. Weil allem musst du da dann auch aufpassen, dann, das ist ja noch der, der Witz dann oder das, das nächste dann, äh, dass ich nicht aus Versehen das falsche OBS aufmache. Kann ja passieren. Nein, nein. So, plötzlich, ne? Hast du das falsche OBS auf? Ja, wunderbar, okay, alles klar. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Hm, scheiße. Jetzt habe ich doch. Naja, das ist halt das, wo einfach so ein bisschen doof ist. Aber gut. Ja, das was? ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber ich denke auch, das wird wirst du schaffen. Bin ich dafür Gehe ich davon aus. Gehe ich davon aus. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja natürlich, ähm, wenn wir beim Thema Twitch sind, wird sich auch bei uns beiden dann natürlich zwangsmäßig was ändern. Wir haben ja ähm, eigentlich jede Woche unseren festen. Stream gehabt. Also fest in dem Sinne, dass es mindestens einen Zusammenstream gab. Bisher immer. Yes. Ähm, wenn wir jetzt natürlich unterschiedliche Schichten haben, dann geht es unter der Woche natürlich nicht mehr. Also wir können Richtig. da nicht mittwochs oder donnerstags morgens in der Spätschicht hier sitzen und unsere Frühstücksstreams machen. Nein. Das wird dann nicht funktionieren. Natürlich, ähm, da ich davon ausgehe oder da du ja auch davon ausgehst, dass du dreischichtig schaffst, und ich zweischichtig, werden die Schichten sich dann irgendwann auch wieder überschneiden. Richtig. Dann kann man natürlich wieder solche Sachen machen, aber in den Wochen, wo du dann spät, ich früh oder andersrum, oder du Nacht, ich spät oder was auch immer hast, wird es natürlich schwierig für uns. Zusammen. Das, zu ist, das ist richtig, ja. Das wird erstmal schwierig. Es wird für uns wahrscheinlich auch erstmal sehr, sehr ungewohnt. Ja, so, definitiv. Auch mal wieder an, an den, in den gewohnten Zeiten, sag ich jetzt mal, plötzlich alleine zu sein. Das wird, äh, ja, erstmal auch für uns eine neue Herausforderung, gehe ich mal davon aus. Also sowohl für dich als auch für mich, weil wir haben jetzt keine Probleme, alleine zu streamen, ne? das machen wir ja öfters. Aber halt zu so den, ich sag mal, gewohnten Uhrzeiten halt nicht die Person da zu haben, das wird halt, äh, ja, ne? also irgendwie, äh, da müssen wir uns gewisse Sachen einfach überlegen. Ja, ich denke, ähm, auch das werden wir irgendwie hinkriegen, dass wir zumindest es schaffen, einmal die Woche irgendwie was zusammenzumachen, ob es dann am Wochenende ist oder wenn natürlich ich denke, die auch es passen, dann es wird es wahrscheinlich aufs Wochenende dann hinauslaufen tatsächlich. Und es ist ja so, wir zwei sind ja sowieso Leute, die auch sehr viel mit anderen Leuten zusammen machen. Und ähm, natürlich werden dann auch andere Streamer dabei sein, mal wieder, dass man dann, also ich habe zum Beispiel das Projekt mit der Cody und, und bei dir denke ich, du wirst mit Sicherheit dann vielleicht auch mal mit anderen Streamern was machen, wenn es passt. Ähm, ist ja auch okay, also ich mache das sehr gerne mit anderen Leuten zusammen, was... Natürlich mit dir am liebsten, aber wenn das ja. dann nicht mehr so geht, wie es ist, dann das ist halt so, wie ist ist. es ist. halt ist so, ist ja. Genau, dann ist es halt so. Wir können es leider nicht ändern. Richtig. Ich kann es nicht ändern. Wenn wir dann an einem Wochenende entscheiden, wir gehen ins Kino oder machen was anderes zusammen, dann gibt es halt mal keinen Stream zusammen in die Woche. Das ist dann halt so. Aber wenn man sich dann auch die ganze Zeit nicht mehr so sieht und so, dann, dann hat man vielleicht auch mal das Bedürfnis zusammen. Im Real Life was zu unternehmen, mehr wieder. Richtig. Das kann natürlich auch passieren, ja. Das ist wohl wahr. Oder irgendeiner ja, das von uns macht einen Stream an und plötzlich sitzen wir beide davor. Da Zum passiert? Beispiel. Kann auch passieren. So, ganz, 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 ganz zufällig. Und keiner weiß, was davon. Richtig. Hm. Eigenartig. <laughs> Irgendwie sowas, ja, das ist halt. Äh, ja, es wird auch für uns erstmal Neuland werden, definitiv. Wir müssen uns da auch erstmal ein bisschen reinfixen. Fuchsen, fixen tun man nicht. Fixen ist was Blödes. Ja. Also, ich brauche keine ja, auch, auch Das kriegen wir hin. Irgendwie. Ja, mit Schatz, Sicherheit, das kriegen wir alles hin. Also wir haben bisher vieles geschafft, dementsprechend. Äh, warum sollten wir nicht auch diese Sache meistern in irgendeiner Art und Weise? Richtig. Ha. Ja. Ja. Ja, äh, ansonsten Twitch-technisch bei mir, äh, wenn wir schon dabei sind, Änderungen. Ja gut, bei mir gab es ja, ähm, nach dem Urlaub habe ich ja entschieden, ein paar Sachen zu ändern, aber das sind eher boah, Kleinigkeiten in Anführungszeichen. Ich habe jetzt ein bisschen festere Streamtage wie früher, nicht mehr ganz so variabel. Aber ansonsten hat sich im Moment noch nicht viel geändert, <laughs> muss ich sagen. Okay. Noch nicht. Also Thema, noch nicht. Äh, Thema Wunschspiele habe ich ja angesprochen. Ich weiß nicht, bei dir ist es ja im Moment so, die sind ja bei dir immer noch auf Eis aktuell. Richtig. Ähm, bei mir ist es so, dass ich die Wunschspiele noch offen habe, aber die werden im Laufe der Zeit teurer werden mit Sicherheit, weil Wunschspiele ist was Tolles. Also man, man lernt dadurch durchaus auch mal Spiele kennen, die man sonst nie angefasst hätte und die man toll findet, dann im, im Nachhinein. Aber yes. ähm, Wunschspiele können halt auch manchmal Spiele sein, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, in Anführungszeichen. Was für uns als ähm, Vollzeittätige natürlich dann ähm, Projekte sind, die sehr lange dauern, muss man auch sagen, weil wir können halt nicht wie andere ähm, Creator jeden Tag Vier, fünf, sechs Stunden an einem Spiel sitzen, um da richtig Fortschritt zu machen. Bei uns ist es dann halt mal nur zwei Stunden, mal drei Stunden, vielleicht mal nur einmal die Woche, zweimal die Woche, je nachdem. Und deswegen sind so, so große Brocken, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, schwierig umzusetzen, weil es halt natürlich machen muss, sind Wunschspiele, aber es zieht sich dann halt dementsprechend. Und ähm, ich bin halt der Meinung, wenn ich dann ein Projekt habe, dann will ich nicht noch fünf andere Projekte starten, weil dann zieht sich noch länger. Richtig. Ähm, und es ist halt so ein bisschen schwierig, weil du willst ja selber auch deinen deinen Stuff zeigen und machen, ne? In Anführungszeichen. Die die Coop-Sachen, so wie mit dir, die haben für mich immer Vorrang. Wenn wir zwei was ausmachen, dann rückt alles andere in den Hintergrund. Dann machen wir das ähm, und dann ist es halt so, dass ich dann sage, ich mache jetzt nur noch ein, zwei Projekte äh, aktuell am Laufen und alles andere schiebe ich halt hinten dran, ist einfach so. Weil, ja. wie gesagt, dieses ähm, dreimal die Woche Stream und drei verschiedene Spiele ist immer ist schwierig, finde ich persönlich, weil du, du verlierst dann auch immer so ein bisschen den, den Flow im Spiel. Ne, du du ja. spielst ein Spiel, dann hörst du wieder auf, dann spielst du eine Woche lang was anderes, dann fangst du wieder mit dem Spiel an. Finde ich nicht optimal. So würde ich jetzt privat zum Beispiel auch nicht rangehen und, und das möchte ich persönlich auf Twitch auch nicht mehr machen. Ähm, ich habe das eine Zeit lang probiert: hier mal äh, ein Indie-Titel, da mal das Spiel, da mal ein anderes Spiel, da mal ein Wunschspiel. Nee, nee, mache ich nicht mehr. Das ist einfach so. Und wenn ich halt ein Projekt habe, so wie jetzt mein Wukong, das zieht sich jetzt bei mir auch länger, aber ich spiele halt jetzt, wenn ich Solo spiele, Wukong. Fertig. Genau. Und entweder die Leute sind dabei, denen gefällt es, oder sie kommen wegen mir und nicht wegen dem Spiel, dann ist es ja egal, aber wenn es halt jemandem nicht gefällt, so what? Es gibt andere Streamer. Da bin ich knallhart. Ist so. auch richtig so. Finde ich, so. finde ich. Äh, <laughs> ja, ja es muss mal einfach auch mal sagen. Muss man ehrlich sein. So ich bin einfach ehrlich, das ist so. Wenn jemand genau. äh, ein Spiel nicht gefällt, wo ich spiel, dann kann er aber anders gucken. Und wenn ich dann wieder ein Spiel spiele, das ihm gefällt und er ist immer noch bei mir in der Community, dann, dann kann er auch wieder zurückkommen. Also, ne, ich, ich freue mich über jeden, der dabei ist, der, der in den Stream kommt. Das machen wir alle. Jeder Streamer, glaube ich, freut sich über. Leute, die mit ihm interagieren, mit ihm reden, mit ihm babbeln, mit ihm mitfiebern, was auch immer. Ähm, genau. Aber ich zwing's es keinem auf. Also das kann ich nicht. Genauso wenig lasse ich. ich mir aufzwingen, was ich zu spielen habe. Genau. Das so. Ist, ist so. wollte ich einfach Ach. mal nur gesagt haben, weil das ist für ja. mich wichtig genau. gewesen. Genau. Wir haben es zwar eine, eine Zeit lang gemacht, die Community beglückt in Anführungszeichen mit Spielen, die sie vorgeschlagen haben, aber. Ähm, es ist zwar auch eine Zeit lang schön und gut, aber irgendwann ist dann halt einfach der Punkt so, hm, wann komme ich? Ne? Und Richtig. das ist halt einfach das, wo ich dann sage, ja, ein Stück weit äh, kam ich tatsächlich zu kurz. Und das war bei mir ja dann nicht anders. Ich habe dann irgendwann gesagt, so, ich spiele jetzt dieses Spiel und fertig. Richtig. Und äh, damit muss man dann klarkommen oder man lässt es bleiben. So ist es. Und Ganz einfach. Ich Jetzt Wunschspiele habe, die kürzer sind natürlich, wenn es so kleine Happen sind, so wie eigentlich dein Ad Infinitum was noch offen ist. Ich weiß, es ist immer noch offen, aber da habe ich jetzt zum Beispiel vor, mal einen langen Stream zu machen, weil das Spiel geht acht bis zehn Stunden und dann wird es okay. in einem Stream durchgeballert. Ja, das ist doch schon mal was. Da mache ich dann einen Special Stream. Heute wird Snookys Wunschspiel gespielt, bam und dann wird es durchgezogen. So habe ich das vor. Wenn ich jetzt natürlich ein Spiel habe von 120 Stunden, dann kann ich nicht. Schaffe ich nicht, sorry. Also 120 Stunden am Stück Streamen äh, geht nicht. Nein. Nee. <laughs> nee, also alles. Nee, 120 Schönes. nicht, nee, nee, auf gar keinen Fall. Da bin ich ja auch mal gespannt, wie ich dann abschneide. In ja, fünf willst, Wochen. Äh, willst du noch ein bisschen Werbung machen? Soll ich noch ein bisschen Werbung machen? Ja, mach machen? ein ja. bisschen Werbung. Ich bin ja auch Komm, dabei. Ich ein wenig dabei, Werbung ja. machen. Ja. <laughs> Und zwar am 23. Oktober habe ich Geburtstag. Aber nicht Yay. mein ehrlich, mein, 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 mein Real Life-Geburtstag, ja, sondern mein Twitch-Geburtstag. Denn am 23. Oktober habe ich meinen allerersten Stream gestartet. Vor zwei Jahren. Und ähm, ich habe mir dann gedacht, ja, was kannst du denn machen? Letztes Jahr habe ich ja 36 Stunden live gestreamt. Aus 36 wurden dann aber, glaube ich, 40. will ja, so mir nicht mal ganz sicher. Ich glaube, so um den Dreh, also knapp 40 Stunden oder sowas, war ich dann. Durchgängig live. Die Leute konnten mich beobachten beim Schlafen, was auch immer. Also, ähm, ja, ich war halt live, einfach. Ne? Mhm. Und dieses Jahr habe ich mir gedacht, jetzt, jetzt, jetzt machst du, irgendwas musst du ja machen. Es ne? ja, es muss ja noch toppen. Ne? Und jetzt wird es halt aus 36 mindestens 48 Stunden. Also nochmal 12 Stunden drauf. Zwei volle Tage. Und äh, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber ich. Gehe mal stark davon aus, dass auch meine Community da Bock drauf hätte, wenn ich das Ganze sogar als Sabaton auslegen werde. Da ich da eh Urlaub habe, ähm, ja. Und wenn ich dann halt bin mal gespannt, wenn sie so eskalieren wie letztes Jahr, könnte ich ein paar Stunden mehr online sein. Aber ähm, ja, das kann man natürlich jetzt gut oder schlecht heißen. Manche sagen, ah, oh, Sabaton ist ausnutzen, so von wegen, ja, gebt mir euer Geld, damit ich länger wach, äh, online bleibe oder sowas. Ähm, man muss ja eigentlich unterstützen in dem Sinne. Ne? Also Nö, das möchte ich nur mal gesagt jedem haben. Frei ähm, überlassen, ob er um, abonniert, ob er um, Bits spendet oder ob er Geld spendet oder ob er was auch immer. Das bleibt genau. jedem selbst überlassen. Ähm, da wird ja keiner dazu gezwungen richtig genau ich sehe es immer noch so als äh, etwas zurückgeben äh, in form von ähm, ja ihr könnt mich ein bisschen quälen sozusagen ne? <laughs> für die unterstützung und dass ich halt auch einfach länger online bleibe und gleichzeitig wird es auch eine verlosung geben so viel kann ich schon verraten ich sag nicht was oder wie viel oder wie auch immer das ist alles noch in planung es ähm, wird was anderes sein wie letztes Jahr und ähm, ja wir werden im Prinzip kunterbunt zwei Tage, wir werden Spiele spielen wir werden Community Games machen wir werden kochen, es wird ein Quiz geben wir werden YouTube und, und Podcast Aufnahme machen, definitiv das ist soweit besprochen, weil das ist ja dann, so wie wir ja vorhin erfahren haben, Ende der Woche ne? und dementsprechend müssen wir ja dann auch Podcast aufnehmen sowieso Wann, ja. wie, wo war es, das werden wir dann halt mal gucken. Ähm, ich werde den Webber einspannen, so viel wie es geht. So viel äh, er Zeit hat auch. Nein, ich werde nicht 48 Stunden online sein, Leute. Nein, das sagt keiner, aber <lacht> <lacht> so, ich denke mal, die Abend. Ja, ich ich kenne so ein paar aus unserer Community, wo da durchaus geil drauf werden. Oh ja, da wäre auch 48 Stunden dabei. Jo, ho, ho. Nee. Ja, ja, nee, 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 nee. Das auf gar keinen Fall. Aber er wird wahrscheinlich sehr viel teilnehmen, so wie letztes Jahr dann auch. Uh, mein, das Quiz wird er hosten. Das ja dann Samstag stattfinden. Das kann ich ja jetzt schon mal preisgeben. Das, sonst bin ja ich eigentlich immer der Host und diesmal habe ich gesagt, ich will auch mal Kandidat sein. Ich will auch mal schwitzen. Deswegen haben wir mal die Rollen getauscht. Bin mal gespannt, was der Herr da auf die Beine stellt und wer dann meine Kontrahenten tatsächlich auch sind. Das ist ja alles seine Sache und ähm, ja, es wird lustig. Kann ich mal gucken. Ich hoffe. Also, ich meine, letztes Jahr habe ich es eigentlich auch gut durch. Mit Hilfe der Community muss man einfach auch sagen, wäre die nicht da gewesen, hätte ich wahrscheinlich nicht durchgehalten. Aber gerade dadurch, dass ich eigentlich immer irgendwie Beschäftigung hatte, hat mich das angespornt, weiterzumachen und weiterzumachen. Und, und irgendwie hat es halt gut, mir lief es gut rein. Und ich fühle mich mental momentan fit, das durchzustehen. Dementsprechend mache ich es einfach. Ja. Genau. Das Sehr ist gut. so mein. Eigentlich wollte ich es zum Jahresende machen, als Abschluss des Jahres, aber da das jetzt arbeitstechnisch leider wahrscheinlich nicht mehr funktionieren wird, weil ich keinen Winterurlaub habe mehr, so wie in der Firma, in der ich jetzt noch arbeite, muss ich halt eine kleine Umstrukturierung machen. Aber soll ja auch. Es wird trotzdem geil, denke ich. Also, ich bin davon überzeugt, dass das ein geiles Wochenende für dich wird. Für mich ja. Um, Obwohl, ich weiß noch nicht, ob ich ja, leider. Ich ja, denk, lustig wird es bestimmt. Ich denke, das Leiden ähm, wird so ein bisschen erst danach kommen, glaube ich. <laughs> Wenn du dann das ausmachst und zur Ruhe kommst, kann ich und mir dann vorstellen. denkst Alter, mein Körper ist im Arsch. So das mir kann schon ich nicht. nach meinem ja. 24-Stunden-Stream. Ich war eigentlich relativ mit und gut dabei, aber wo ich dann fertig war kam so nach und nach der Körper und hat gesagt, ey, Alter, du bist über 40, du warst 24 Stunden am PC, bist du bescheuert? So nach dem Motto. Ähm, ja. Aber war trotzdem eine mega geile Erfahrung und ich, ich sehe dem, ähm, also ich werde auf jeden Fall Spaß haben. <laughs> das denke ich mir. Definitiv. Ja. ja, bin mal gespannt. Vielleicht auch noch gegen all in den Abendstunden dann vielleicht das eine oder andere Horrorspiel noch auspacken. Oder so. Mal schauen. Ich habe noch keinen groben Plan, was ich alles machen werde. Es gibt ein paar Dinge, wie zum Beispiel, dass ich sage, ich will einmal auf alle Fälle kochen. Live aus meiner Küche. Das Quiz findet statt. Es wird Community-Spiele geben. Was für Spiele? Da gibt es ja x-beliebige. Ne? Klar hätte ich Bock auf Mario Kart oder Mario Party oder was auch immer. Da muss man aber gucken, wer von den Menschen, die da Bock haben, bei mir äh, dann auch eine Switch haben. Vor allem mit dem Spielern drauf. Ja. Und dann halt gucken. Community-Fragen, worauf die Lust hätten. Vielleicht fällt dem einen oder anderen noch das ein oder andere Spiel ein. Wer weiß. Wir werden es sehen. Lasst euch überraschen. Also, wenn ihr Bock habt, Twitch ist verlinkt. Kommen sie vorbei. Jo. Genau. Jo, ja, ja, das ist doch, ist doch auf jeden Fall schon mal ein Zukunftsblick. Ähm. Ja. Bei mir ist es noch zu früh, weil ich werde äh, das ganze Ende des Jahres dann machen. Also nicht so wie du. Ich habe da andere Pläne. Aber da ist jetzt noch ein bisschen, ja, ist noch Zeit hin. Ähm, ich denke da eher so an auch etwas, was ich eigentlich noch nie gemacht habe, weil es einfach zeitlich nicht ging. Das wird so Richtung Daily Streams gehen für eine gewisse Zeit. Also jeden Tag online, halt also nicht am Stück, sondern aufgeteilt, aber daily. So richtig wie so ein, so ein ähm, ähm, Vollzeitstreamer, der täglich online geht und täglich ähm, Gas gibt. So stelle ich mir was vor. Aber wie gesagt, das kommt bei mir dann eher Ende des Jahres tatsächlich. Ja. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was danach kommt. Ja, ich bin ich harre der Dinge, die da kommen. Hm. In Anführungszeichen. Natürlich macht man sich schon <laughs> Gedanken, ähm, was man da ja, klar. machen will, logisch. Ähm, aber wie gesagt, äh, das ist noch, sind noch drei Monate hin, also ist auch ein bisschen, bis dahin läuft noch viel Wasser da rein na, wie man so schön sagt. Und man das kann, ist richtig. Aber bei dir ist jetzt halt nur noch ein Monat. Starker Monat, in ja. Anführungszeichen. Ja. Deswegen schaut beim Snuggie vorbei. Auch gerne schon vorher. Ähm, Verlinkt, wie gesagt, er hat es ja schon gesagt. Genau. Lass, ja. lass da mal Liebe da Menschen da draußen. So. So, und ja. damit sind wir auch tatsächlich eigentlich am Ende unseres Infotalks sozusagen angekommen. Richtig. Na, also, äh, Liebe Community, wie gesagt, wir stellen jetzt nicht mehr die Frage oder wir tun nicht mehr jetzt hier ein neues Thema preisgeben, das wird es nicht mehr geben. Aber falls ihr dann in den Wochen Bock habt, irgendwas zu erzählen, wo, was ihr erlebt habt, etc., pipapo, dann lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare rein oder auf den Discord-Servern oder... Ich. Keine Ahnung, als Privatnachricht vielleicht auch, falls ihr euch ja nicht so preisgeben wollt, irgendwie kann man das auch privat schicken. Gar kein Problem. So, ja. Und ich denke, wir werden ähm, das Ganze dann auch auf Discord ähm, nochmal schreiben. Das Ganze. Genau. Ähm, wir haben ja unsere Community-Tabs in unseren Discords drin ja und da werden wir das ganze dann auch nochmal zu Papier bringen zu Papier in Anführungszeichen und ja wie das Snooki schon gesagt hat heute kein neues Thema ab nächste Woche werden wir dann mit allerlei verflixtem allerlei starten in Anführungszeichen natürlich arbeiten wir jetzt noch zusammen und sehen uns noch täglich aber wir werden jetzt schon diese Umstellung 36 anfangen. Tage richtig jetzt schon die Umstellung anfangen und einfach um auch in dieses, in diesen Rhythmus und Flow zu kommen, was unsere Gespräche angeht, ähm, dann werde ich halt manche Sachen vielleicht auf der Arbeit jetzt nicht ansprechen und einfach warten, bis Podcast ist. Genau. Weil wir reden ja sowieso über <laughs> alles. Alles. in die Welt und alles und alles. Ja, das ist tatsächlich... Ja. Ja. Crazy. Ja. Ja, ist heute äh, äh, eine ernste Folge, ne? Also, muss man sagen. Ich glaube, so ernst war mal selten komplett. Naja, was heißt ernst war man selten? Wir sind ja, schon ernst. wir sind schon auch immer ein bisschen lustig. Das wird auch wieder so sein. Und so ja. Ein Spruch und ein Spaß muss ja sein. Gehört dazu. Das ist richtig. Vielleicht lasse ich mir auch für das jede ist. Folge eine, eine geile, An nicht Anmod, sondern so eine Art wiederkehrenden Gimmick einfallen. Ah, ja, doch, da habe ich schon so, ein, so eine Idee. Genau. Und auch, wenn ihr, liebe Community, Anregungen habt, was man vielleicht noch als Kategorie oder sowas ne, mit reinbringen könnte, weil wir haben ja im Endeffekt jetzt keine Kategorien mehr, außer meine Tracks der Woche und die Community Time. Falls ihr da noch Ideen habt, was man reinbringen könnte als Extra Kategorie oder so, lasst es uns wissen. Schreibt es einfach rein. Und dann würde ich sagen, Weber und Snookies, Over and Out. Informations are uh, <laughs> ja Scheiße. Englisch ist not so gut. <laughs> Ja, deswegen, ähm, ja, was soll ich sagen, liebe Leute? Es wird spaßig. Gehe ich ja, davon aus. Definitiv. Genau. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns hiermit in diesem Sinne. Hoffen, ihr habt einen, ein schönes Wochenende, eine schöne Restwoche, ein, ein, ein was auch immer. Lasst euch nicht ärgern. Und wir sehen uns dann zum neuen Rentner-Talk. Wieder. Genau. In dem so Sinne. Alles. Bleibt gesund, ja. macht's gut, haut rein, hinter auf der Decke lassen, ihr wisst Bescheid. Genau. Wieder geklaut. Ja, Wieder geklaut. ja <laughs> einen anderen Spruch bringe ich jetzt gar nicht. In dem Sinne, haut rein, Leute. Bis dann, bis nächste Woche. Ciao, ciao und bye bye. bye, bye.